Bezahlbarer Wohnraum, Grün- und Freiflächen, lebendige, gut angebundene Quartiere, Raum für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Wünsche, wie Heidelberg nach dem Abzug der Amerikaner einmal aussehen soll, gibt es viele. Zusammengefasst sind sie nun in sogenannten Leitlinien. Die Resonanz war groß, als diese beim dritten Bürgerforum in der Stadthalle zum ersten Mal vorgestellt wurden. Finde ich jetzt schön, dass man nachfragen kann, dass es mehr Inhalt bekommt, dass das mehr Speck bekommt, sage ich jetzt mal. Ich denke, dass es eine gute Chance war, die Bürger dafür zu sensibilisieren, zu informieren. Wenn die Amerikaner Heidelberg 2015 endgültig verlassen haben, kann die Stadt sich neu entfalten. Auf einer Fläche von rund 200 Hektar, fast doppelt so groß wie die Altstadt. Fast ein Jahr hat der Entwicklungsbeirat, ein Gremium aus 34 Mitgliedern aus Verwaltung, von Verbänden und Organisationen, an den Leitlinien gearbeitet, hunderte von Ideen aus zwei Bürgerversammlungen aufgenommen. Wir haben als Entwicklungsbeirat daraus die Leitlinien entwickelt und haben sektorale Handlungsziele formuliert. Und ich konnte heute an den Stelltafeln eben feststellen, dass die Beiträge und Fragen und Anregungen, die dazu kamen, genau die sektoralen Handlungsziele und die Leitlinien unterstützen und bestätigen. Es sind keine neuen Ziele dazugekommen. Das heißt, wir sind einigermaßen vollständig dieses Thema angegangen. Manchmal wünscht man sich natürlich, schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Erfahrungsgemäß braucht es aber Diskussionen und einen Konsens, um tatsächlich was Tragfähiges zu haben. Endgültig entscheiden über die Leitlinien wird jetzt noch der Gemeinderat. Gibt dieser grünes Licht, geht das Projekt Konversion in Phase 2. Also in der Phase 2 bauen wir auf diesen Leitlinien auf und betrachten dann aber Einzelstandorte. Das heißt, wir werden jetzt die Maßstabsebene Gesamtstadt verlassen und uns konkret mit diesen 5 Einzelflächen dann auch befassen. Wir werden vor Ort gehen, mit den Bürgern diskutieren und dann auch wieder in einem geordneten Prozess quasi Stadtentwicklung auf der anderen Maßstabsebene betreiben. Und ich denke, wir werden dann in der zweiten Phase diese erarbeiteten Leitlinien auch weiter immer wieder heranziehen können, um zu überprüfen, wo wir stehen. Genau darauf, dass es endlich konkret wird, warten ganz viele. Ist es schon so, dass wir uns jetzt freuen, dass es endlich in die zweite Phase geht, nach den allgemeinen Themen wirklich auf die einzelnen Standorte? Und ich hoffe sehr, dass die Stadt auch auf Wünsche eingehen kann. Und ich finde es noch wichtiger, dass ein Teil davon auch dann umgesetzt wird.